Und damit herzlich willkommen zu einem wunderschönen Livestream von mir auf dem Kanal. Wir spielen jetzt noch ein bisschen Formel 1. Hab gerade einfach so zum Spaß kurz mein Game gewechselt. Wie ist das denn mal gegangen, dass ich meine anderen. Nee, was war denn das? Karriere? Ah ja, da genau. Karriere laden. Und da meine YouTube-Karriere. Und zwar ja, wir spielen jetzt YouTube-Karriere. Ein bisschen weiter. Ich glaube, ich habe Kia aus Versehen gelöscht, ne? Ich glaube, das ist so aus Versehen. Ich muss auch noch ganz kurz hier was machen. Einmal für Twitch. Nee, jetzt habe ich den Aktivitätsfeed. Uff. Okay, ich muss noch ganz kurz umstellen, Freunde. Einmal den Chat hier öffnen. Von YouTube. So, der Chat von YouTube ist jetzt mal offen. Und vorher noch ganz kurz den Chat von Twitch. Dann können wir gleich loslegen, Freunde. So, dauert immer alles ein bisschen bei Twitch, ne? Man kennt es. Erstmal das alte Creator Dashboard öffnen. Lass mir dann kurz pop-upen. Und dann noch beim neuen Creator Dashboard das andere pop-upen. Alles ein bisschen dumm und fummelig, aber man kommt mit absolut viel Mühe zu seinem Ziel. So, dann muss ich das noch alles kurz einrichten. Nice one. So, ich glaube, ich habe es jetzt bald mal geschafft. Ich glaube, wir können jetzt loslegen. Ja, nice one. Es kann sein, dass das gerade ein bisschen bei euch flackert. Ist das so? Ich habe eine Schwierigkeit auf 95 mittlerweile. Hey, ich habe einen Zuschauer auf Twitch. Hi, du kannst gerne mal in die ja, in den Chat schreiben, wer du bist. Ich kann dich ja grüßen. Ich spiele jetzt gerade ein bisschen Formel 1. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Kann sein, muss aber nicht. Ja. Kannst ja mal reinschauen. Ist eigentlich ein ganz lustiges Game. Mega real und so. Und ja. Jetzt habe ich gerade nicht meine Bitrate drin. Scheiße. Egal. So, wir fahren in Baku in Aserbaidschan jetzt erstmal unser Qualifying und dann kommen wir gleich zum Rennen. Ich hoffe, ich habe nur Blitzqualifying eingestellt. Willkommen zum Qualifying in Aserbaidschan. Die Teams machen. Egal. Ja, aber ich kann jetzt nicht. Ja, Blitzqualifying, nice one. So, hier meine absolut räudige Kameraansicht, ich weiß, aber sie ist absolut geil zum Fahren. Wow. Oh, shit. Here we go again. Leichte technische Probleme an der Stelle. Es kann unter Umständen passiert sein, dass ich mein Lenkrad nicht kalibriert habe. Ich muss kurz hinter meinen PC gehen, also ich bin gerade nicht mit PC. Und mein Lenkrad neu anstecken, damit sich das neu kalibriert. Genau. Okay.
Jetzt muss ich natürlich wieder das ganze Lenkrad neu einstellen, man kennt es. Gibt wahrscheinlich Black Screen. Genau. Okay, ich hoffe, es geht jetzt nicht bis Kacke. Jetzt muss ich mal den PC neu starten. Bruder, natürlich habe ich jetzt. So, das kommt noch dazu. Junge, ist nicht mein Ernst, oder? So, ich muss jetzt ganz kurz meine ganzen Chats wieder öffnen. So, wir sind wieder back im Game, Freunde. Geht's jetzt? Ja, jetzt geht's. Glaube ich zumindest. Muss ich halt kurz ein Flashback machen. Und dann geht's weiter. Ah, lol. Ist ja nur die Scheiße, wenn man seine Fahrhilfen in der Zwischenzeit umgestellt hat. Also, ich fahr. Ja, genau so fahre ich. Könnt ihr euch kurz anschauen. Falls irgendwer das Game kennt. Natürlich, die S sollte ich nicht vergessen zum Aktivieren, aber egal. Und vor allem, mein Sessel. Ich glaube, es. Wenn jemand mit Lenkrad spielt, dann kennt er absolut das Problem mit dem Gamingstuhl. Da, wo man sich zurücklehnen kann und wenn man in die Pedale tritt, dann RIP. Nice one. Richtig schön in die Mauer rein. Ja, nice one. Ich muss das die Session kurz starten. Kann mich gerade absolut nicht konzentrieren, geht zur Strecke. So, auf geht's. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich auf Twitch durchschnittlich mehr Zuschauer habe wie auf YouTube. Oh, ich habe auf Twitch noch gar nicht. Uff, naja, egal. Ich habe den Twitch-Livestream jetzt gerade noch als Fortnite-Livestream drin, weil ich gerade Fortnite gezockt habe. Ja, aber jetzt mal egal. Was mache ich nach dem Qualifying? Oh shit. Jeder kennt die Kurve. Das ist der Verdammnis. Wieso ist eigentlich China übersprungen worden? Ich habe da eigentlich nie ein Video zu gemacht. Also ich kann mich gerade nicht erinnern. Ja, stabiler 20. Platz. Das ist jetzt so ein bisschen das Problem vom Toro Rosso, der hat einfach den schlechtesten Motor, habe ich eigentlich auch keine Chance. Du bist weiter hinten, als uns lieb ist, aber mach dir Ja, das deshalb weiß ich keinen auch. Kopf. Das heißt bloß, dass wir morgen noch mehr Spaß haben werden. Das Qualifying ist beendet und wir werfen noch einmal einen Blick auf unsere Top 3. Also auf alle Fälle eher an Twitch. Zuerst mal Ah ja. einen Glückwunsch. Das muss sehr aufregend sein. Ich bin Waren diese letzter. technischen Schwierigkeiten ein schlechtes Omen für das Qualifying und das Rennen? Okay. Sie haben heute ganz schön Lack einbüßen müssen. Nein, habe ich nicht. Tja. Ich weiß nicht, was immer die Trotzdem danke. komischen Fragen sollen. Ich bin jetzt nirgendwo krass dagegen gefahren. Okay, wirkt schon ein bisschen.
Ich war dann doch mal lieber auf 90, rein aus dem Grund, weil ich die ganze Zeit jetzt. Yes. Okay. Neben dem Reden ist es halt, oh mein Gott, danke. So. So, jetzt kann ich weiter reden. Ja, neben dem Streamen ist es absolut anders. Also, ich fahre zum Beispiel, ich habe es nämlich schon von Anfang an runtergedreht. Ich fahre eigentlich 100. Ich würde sowas in der Art empfehlen. Okay, danke. Ich fahre eigentlich 100. Also. Und bin schon jetzt von Anfang an auf 190 runtergegangen. Aber ja. Hat anscheinend nicht gereicht. So, eigentlich ist da absolut nichts zu machen. Ich kann eigentlich nur das Rennen starten. Also eine Zuschauer von Twitch, du kannst eigentlich immer noch mal was in den Chat schreiben. Muss aber nicht, ne? Startaufstellung der Fahrer. Wir müssen uns verbessern. Lass uns mächtig Druck machen. Also hier verstehe ich die Strategie nicht ganz, warum ich. Ich könnte eigentlich auch mit die Softs starten, wieso starte ich mit die Softs, ne? Das wäre doch mega dumm. Und dann gehe ich in Runde 5 auf die Mediums. Ich glaube, das ist die intelligenteste Idee. So. Ab geht der Hase. Junge. Ich glaube, da hat mich gerade Norris leicht touchiert. Ich probiere einfach, dass ich hier meine Innenplatz verteidige und Russell geht einfach komplett ehrenlos rein. Hi YouTube, ich habe jetzt auch einen Zuschauer auf YouTube, habe ich gerade gesehen. Du kannst einfach mal in die Kommentare schreiben, wer du bist. Kann ich auch grüßen, wenn du willst. Schreib einfach dazu. So, da kommt natürlich Druck auf der Bremse. Oh, nice one. Wow. Uff, danke. Ja, danke, Albon. Gute Idee. Fahren wir einfach mal vor die Nase. Jo. Sieht gut aus, von der Startlinie weg. Nice one, unterstören. Muss ich halt. Ja. Ist so. Mache ich aber eigentlich immer. Das gehört zum Game dazu und wieso soll ich es nicht nutzen? Sorry, Albon, du, ja gut, hat wer gesagt, dass ich im Spiel an der Bremse war? Also wie ihr vielleicht merkt, ich bin immer absolut konzentriert im Formel 1 spielen, also ist halt echt komisch, wenn man da reden muss währenddessen. Oh shit. Hi Minecraft unterstrich. Grüße gingen raus. Was sagst du zu meinen Formel 1 Skills? Ich bin doch voll krass, oder? Ich war einmal Fun Fact Top 10 Österreich. In meiner allerkrassesten Sucht die Zeit war Top 10 Österreich.
Nice one. Da gibt es eine coole Funktion, da kann man flashbacken, cool, oder? Also nur, dass ich das mal Herz sagen kann. Eigentlich würde ich es nicht usen, aber man muss ja mal Herz sagen. Bro, ich bin da mit dem Hinterrad hinter dir. Also die KI ist echt räudig. Du Maxi, könntest du mir ganz kurz reinschreiben, ob die Qualität vom Livestream richtig gut ist? Ich würde mich kurz interessieren, nämlich sonst müsste ich das selber noch schon, die bin gerade schon wieder in die Mauer gefahren, nice one, oder? Ich schreibe mir ganz kurz rein, ob das Stream gut läuft, Auflösung und so. Was hat der eigentlich für einen Motor drin? Ha? Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit Mediums weiterfahren. Okay, wenn Quali gut ist, dann ist es super. Das Nice ist, die fighten da jetzt vor mir. Und dann kann ich es absolut fertig machen. Ja, danke. Ohne Spaß ist gegen ein mega fettes Viech bei mir vorbeigeflogen. Es sitzt auf dem Bildschirm, nice one. Ja, komm, der Bock, das Viech. Oha, jetzt habe ich sogar zwei Zuschauer auf YouTube. Hallo, zwei Zuschauer auf YouTube. Schreib mir in den Chat rein, wer du bist, dann kannst du mit mir reden. Ja, kommunizieren. Okay, ich weiß gerade nicht, was an dem an einer Nachricht gerade falsch war. Ich hab da gerade eigentlich. Ich hab keine Ahnung, warum das gerade angezeigt worden ist und warum das gesperrt worden ist. Ich hab da eigentlich nichts dran gesperrt. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Uff. Ich hab kurz in den Chat geschaut, wer kennt's nicht? Machen. Hey, zweiter Typ vom YouTube Livestream, du kannst gern mal reinschreiben, wer du bist. Ich kann die grüßen sogar. Du bist dann Premium Dude. Hey, hallo? Geht's dem Typen eigentlich nur gut? Wieso ist er einfach schnell auf der Geraden? Jo, wow, er bremst einfach mal. Für sowas gibt's Flashbacks, cool, oder? Ich mach das extra hinten und kann mir eher ERS vorne drauf dran. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Nein, wie nett. Huch! Fast Bremspunkt verpasst.
Hey Freunde, wer gerade, oh mein Gott, die bin hier so eingeschränkt. Gerade mal wieder in den Chat geschaut, wer kennt's nicht. Freunde, wer gerade im Chat ist, es gibt zwei Ideen fürs 50 Abonnenten Special rein, da. Komplett gute Idee, oder? Haut einfach mal ein paar Ideen rein, was ihr machen könnt. Ich habe schon überlegt, weil ich mit Minecraft angefangen habe, ob ich eine Minecraft-Animation machen soll. Jetzt sau viel Arbeit. Ja, come on, Mann. Diese ernstes Facecam machen soll. Ist eigentlich keine schlechte Idee, wenn ich Minecraft für ein Facecam. So wie meine ersten Anschub. Hast du das Video von früher gesehen? Da wo ich mit Facecam gespielt habe. Ich hoffe nicht, das habe ich auch schon gelöscht, aber ich hoffe trotzdem nicht. Uff, okay, das ist belastend. Nimm das gerade zur Stunde, schaut nicht mehr so aus. Bro! Hast du es gesehen? Sogar leicht belastend. Man, da jetzt wieder so zurück, danke. Wo soll eigentlich vor, weil eine Wür bitte? Nein, du hast keine Screenshots davon. Laber nicht. Ich bin gerade gegen die Mauer gefahren, wie ich das gelesen habe. War mir gerade egal. Sag einfach nicht, dass du Screenshots von dem hast. Warum machst du Screenshots von mir, ha? Huh? Kann ich mir bitte wissen. Cool, jetzt habe ich kein ERS mehr. Ich weiß nicht, wie ich einen Grand Chano damit überholen soll. Oh mein Gott. Okay, ich komm zu dir und zerstöre dein Handy. Keiner gesehen. Im Vorgang eigentlich habe ich es gut für das, dass ich nebenbei die ganze Zeit auf dem Stream schaue. Und für das, dass ich kein ERS habe, was komplett belastend ist. Na, tue ich nicht. Da kann ich gar nichts. Was wäre der Handy in Ruhe los? So. Ich bin ins Box. Jetzt kann ich ganz kurz für die Zeit deine ganzen Kack Dings ausblenden. Sag einmal. Da gemacht. Und das kann ich ausblenden. So. Hä, wieso jetzt? Achso, das ist der ja dann. Los, fahr jetzt. So, jetzt wird ein bisschen reingeschwitzt. Keine Boxenstopps mehr geplant.
So, die letzten 7 Runden, wenn sie kommen, dann eingeschwitzt. Bruder, fuck. Wie lang könnten? Das Ding ist, ich glaube nicht, F1 ist eigentlich für das Rage Game. Ich rage echt oft in dem Game. So, jetzt bin ich mal kurz auf der Garden, das kann ich nicht, als ob du jetzt nichts mehr schreibst, come on. Jetzt auf alles reacted, was du geschrieben hast, so nah. Die Batterie ist fast leer, reduziere halt den IRS-Einsatz. Jetzt kann ich nicht mehr lesen, Scherzkeks. So, jetzt geht's wieder. Den gesamten Benzinüberschuss verbrannt, sind bald wieder am Planziel angelangt. Ich spüre so ein Game nicht, als wenn ich das mal kauf. Warte kurz, ich kann es gerade nicht lesen, jetzt ist wieder. Wieso schreibst du sorry? Das hält mein PC nicht aus, wenn ich FIFA spiele. Nicht weil er schlecht ist, ich habe für den krassen Ultra-PC. Sondern weil ich einfach noch nach der zweiten Runde kaum reingeschlagen. Dein Vordermann hat soeben auf Mediums umgestellt. Vordermann jetzt. Nein, nicht wieder. Also ich kenne absolut nur einen, der was FIFA spielt und Spaß. Und ich kenne einen Haufen Leute. Als wenn ich mich für Fußball interessiere, als wenn ich 90 Minuten irgendwem zuschaue, wie wir probiert ein Tor schießt und vielleicht zweimal innerhalb von 90 Minuten kann ich mich freuen, dass ein Tor geschossen ist. Oder ich ärgere mich. Und bei 50% der Fälle muss ich mich dann nur ärgern, dass mein Team verloren hat. Für was? Ich meine, das bringt absolut nichts. Echt? Und gefreut ist, dass du FIFA spielst. Aber schaust du Fußball in echt so? Also ich bin absolut kein Fußball-Fan. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 4,5 Sekunden. Netflix maximal, aber sonst... Ich schaue nur YouTube und mache Livestreams. Weil ich schon 54 Abonnenten habe. Ich glaube, das sollte das Stadion heißen, aber du hast schon umgeschrieben, nur dass es war's. Uff, komm, gegen die Mauer. Ja, Eishockey ist cool, bitte, also auch kühl, aber cool ist er. Okay, aber dann bin ich einfach ein bisschen mehr. The Walking Dead und so Zeug. Ich kann gerade nicht schauen, bin mitten in der Kurve, sorry. Ich lasse der Rechtschreibung, ich habe es gerade dreimal durchgelesen, was Station heißt. Das war das einzige, was mich gerade getriggert hat.
nice one, richtig schnell gegen die Mauer gefahren. Ich lasse gerne Rechtschreibung in Ruhe, aber ich habe echt dreimal durchgelesen, wie sie drauf kommen, wie das Stadion heißen kann. Also, come on. Nein, ich habe jetzt mein IAS nicht aufgestellt. Ich kriege jetzt Auszeichnung für dümmsten Mensch auf der Welt. Alexander kommt in die Box. Okay, kompletter Geschwindigkeitsüberschuss. Kompletter Geschwindigkeitsüberschuss und ich bin komplett gegen am Lost. Jo, und die Mädels kann blau, das sind die Unehrenmänner. Oh ja, geil. Ja, ja, aber was juckt mir das gerade? Jo, ich bin da auch noch da. Du hast, glaube ich, Rückspiegel, dass du siehst, dass ich... Junge, es triggert so, wenn ich direkt neben denen bin. Und die ihre scheiß Rückspiegel nicht usen können. Du kannst sogar mega gut Deutsch. Aber mir juckt es gerade eher weniger, ob du Deutsch kommst oder nicht. Ich konnte einfach nur den kleinen Spaß nehmen. Ja, geil. Ja, total, sorry. Ich bin einfach scheiße. Also die Zeiten, wo ich Top 50 österreichweit war, die sind schon länger her. Nein, ich glaube halbes Jahr. Es war schon in dem Game. So halbes Jahr war das, glaube ich, ja. Dabei war richtig gut. Und dann habe ich so gefühlt, jetzt halbes Jahr nicht mehr gespielt. Also nicht ganz halb so. Der Moment, wenn man auf die Uhr schaut. Ja, absolut. Ich bin gerade echt so komplett innerlich komplett wütend, Mann. Aber ich denke mir gerade so für den Stream ein bisschen schön. Aber wenn ich gerade ohne Stream spielen würde, ohne Spaß, ich würde schon komplett ausrasten. Alosha, dass ich solche Kurven versau. So was passiert mir nie. Safe krieg jetzt KDRS. Beruhig mir gerade. Spielst du es nicht, wie ich mich beruhig? So, schau, ich lasse ihn aus dem Blatt. Weil die KI, ich würde es komplett wegrammen einfach. Wir haben noch Benzin für etwa 4 Runden. Hört mein Lenkrad laut? Mein Lenkrad laut, nämlich das sonst mit Fast Feedback. Also das hat so einen Motor drin und das simuliert dann die ganzen Bodenwände in der Strecke und so. Und wenn ich jetzt Scheiße baue und in der Mauer land, dann vibriert mein ganzes Lenkrad. Also nicht nur vibriert, sondern es dreht sich da. Ne, was hast du gehört? Hört man es oder hört man es nicht? Ganz einfache Antwort. Ja oder nein? Und du jetzt Jein schreibst und rast die aus. Kann gerade kurz lesen, ich muss die Kurve nur ganz kurz machen. Okay, war ja nicht so schwierig.
Mann, er hat jetzt für die ganze Scheißrunde sein scheiß DRS aufgehalten, nur dass er mir jetzt überholen kann. Er ist so ein Hobbyloser. Aber ich bin trotzdem besser auf der Bremse nicht. Spürst du deinen Skill? Ohne Spaß, du musst einmal selber fahren und dann weißt du, wie zart das Game ist. Komm einfach zu mir, dann kannst du mir fahren. Da brauchst du kein Geld dafür.